Eigentlich ein bisschen drehen, aber egal. So. Ich glaube, so sollte das eher sein. Die Teile will keiner essen. So, 5 Gramm. Was hat diese... Jetzt ist da genug Zeug drin. Ziele... Ja, nimm einfach die Gewürzbehälter... Schwarzen Pfeffer, Dill. Oh, Thymian. Thymian habe ich die ganze Zeit vergessen. Das war's. Upsi. Deswegen hat er gemeckert. Dill, Pfeffer und Thymian. Ja. Ist doch getan. Würze mit Thymian getrocknet. Habe ich. Muss ich das Ding hier nochmal rausnehmen? Und hier nochmal durchpfeffern? Durchthymianisieren? Ah, 18 Gramm Thymian. Oder gilt das jetzt einfach nur noch für die Forelle da? Muss ich die da nochmal... Ja, geht doch. Ah, Backblech. Ups. Komm her, Fischi. Ich kann mehrere Dinger gleichzeitig in den Ofen stellen, alles klar. Warum? Warum tut dieser blöde Fisch nicht auf diesem blöden Backblech bleiben? Okay. Dann holen wir den Fisch da wieder raus. Packen ihn wieder aufs Backblech. Ich fühle mich schon fast wie, also... Lasse sie für 90 Sekunden drin. Lege sie aufs Schneidbrett. Ach, die Zitrone. Habe ich die schon irgendwo da? Schneide mir in 4 Stücke. 1, 2, 3, 4. 4 Stücke Obelix. Backe Forelle. Ich habe das Gefühl, wir brauchen dann gleich noch einen Teller. Würzen mit Meerrettich getrocknet. Da. Den da. Ah, schneiden Zitrone 80 Gramm in Viertel 20 Gramm. Mm, ja, gut, das haben wir mehr oder weniger gemacht. So, wie lange ist diese Ofen? Das Ding jetzt da drin? Haben wir hier irgendwo eine... Irgendwas, wo wir sagen können, wie lange du da schon drin bist. Ich hätte mir eine Uhr stellen sollen. Verdammt. Kaufe einen Teller. Du kannst Produkte, auch wenn sie heiß sind, schnell in einen Behälter geben, indem du... Okay. Ich vermute mal, du bist fertig. Kann ich dich direkt darauf holen? Ja. Dann muss ich die... Die perfekt geschnittenen Zitronen da drauf tun und das Ganze nochmal mit Meerrettich würzen.
Halte den Zeller, Basic Meter. Oh. Mit drei Petersilien Dings frisch. Ja. Ups. Da war ich vielleicht etwas zu schnell. Die ist heiß, die kann ich so nicht anfassen. Alles klar, dann brauche ich dich. Du kommst da drauf. Ich sagte, du kommst da drauf. Das wäre die beste Forelle, die es gibt. Du kommst da drauf. Ja, komm, dreh dich. Komm. Dich brauche ich später. Du kommst da drauf. Du kommst da drauf. Die Zitrone. Und du bist doch... Na gut, du bist wohl offensichtlich nicht mehr frisch. Gut, dann brauche ich... 1, 2, 3. Gut, das Gericht ist fertig. Stelle es auf das Servierregal. Vorsichtig, nicht, dass es wieder durch die Gegend fliegt. So, gebackene Forelle ist fertig. Und raus damit. Na gut, die Umsetzungszeit, nachdem nichts passiert. Der Geschmack ist vorzüglich. Bei der Menge Gewürz habe ich auch nichts anderes erwartet. Gast bezahlt 31, Trinkgeld 5. Ah, damit haben wir schon den einen Fisch zumindest raus. Teller wurde zurückgegeben. Ah, okay. Gastbeschwerden, Technik, gebackene Forelle, falsche Menge an Produkt. Was denn? Kochpunkte, wie viele brauchst du, um ein neues Gericht zu lernen? Okay. So, komm, dann wollen wir dich wieder haben. Ach, es wird schon. Ende des Tages bekommst du Übersicht über den Fortschritt des Restaurants. Bestellung eine, fertige Bestellung eine. Ausgaben 900. Einnahmen, naja, gut. Und versuche nicht bankrott zu gehen. Die Levelübersicht zeigt dir, wie viele Erfahrungspunkte du heute gesammelt hast. Erfahrungspunkte erhältst du durch, vor allen Dingen durch servierte Gerichte und erfüllte tägliche Quests. Oha, wähle einen Perk. Talentiert. Alte drei zusätzliche Fähigkeitspunkte, anstatt einen Perk freizuschalten. Feenmagie. Zauberstein entfernt alle Flecken und Scherben. Ruhige Hände, um alle Dinge beim Stein festzuhalten. Schnell zu Fuß, um zu laufen. Unzerbrechliche Teller. Unzerbrechliche Flaschen. Topflappen. Du kannst heiße Zutaten in die Hand nehmen und herumtragen. Lange Reichweite. Ich glaube, das da ist gar nicht schlecht, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich lasse wieder Dinge fallen. Fähigkeitspunkte werden genutzt, um Fähigkeiten freizuschalten, aufzuwerten mit dem Stufenanstieg und so weiter und so fort. Gäste zahlen für oder die mehr. Du verdienst mehr pro Kochpunkte, Questbelohnung boost, deine Belohnung für tägliche Quests sind mehr. Günstige Küchendeko kostet weniger. Erfahrungsboost, mehr Erfahrungspunkte. Komm, machen wir erstmal die Erfahrungspunkte. Weil mehr Erfahrungspunkte sind, glaube ich, gar nicht schlecht. Dam, dadam, dadam, dadam. Ich kann mir noch irgendwas holen. Okay. Ja, komm, ne. Bessere Ausrüstung ist gar nicht schlecht. Und spielen wir mal auf Poker. Die Leute zahlen einfach mehr für ihren Kram. Tag 2. Ich hätte das Ding gerne mal wieder weggehangen. Danke. Bist du so aufgeregt wie ich? An die Arbeit. Das ist unser Restaurant, die besten Stadt der Stadt machen. Ja. Du weißt schon, wer du hier angedingst hast. Also dafür. Naja.
Die Phase heißt Vorbereitungsphase, der Name sagt schon alles, es gibt noch keine Bestellung, aber du kannst die Küche nutzen, um Vorbereitung zu sein. Sorge also dafür, dass die Zutaten für den Tag vorbereitet sind, ein paar Gerichte vorzubereiten. Ist auch eine gute Idee, solange du weißt, was du tust. Gut. Dann nehmen wir das doch mal. Nehmen wir doch mal das Schneidbrett. Ich hätte gerne vorbereitet. Zack. Die hätte ich gerne vorbereitet. Machen wir dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ja. Die markieren wir uns mal alle. Dann hängen die nämlich hier bei den Dings herum, denke ich. So, erstmal dich. Nimm Forelle, bla bla bla, würzen, würzen, würzen auf Backblechen. Achso, man musste den Kopf gar nicht abmischen. Okay. So, zack. 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 Du kommst auf ein Backblech, das ist da. Das müssen wir jetzt dann rausholen. Zack. Machen wir dich nochmal zu. Messerchen. Wir brauchen vier Teile. Das kann man schon mal vorbereiten. Zip, 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 zip. Dann brauchen wir noch den Fisch da drauf und dann ist das Ding fertig. Halt, den Teller kann ich hier drüben hinstellen. So, was haben wir denn hier? Nehmen wir ein Lachsfilet, 210 Gramm, Salz, schwarzer Pfeffer. Komm, geh zu. Schwarzer Pfeffer haben wir hier. Dann brauchen wir Salz. Zehn Milliliter Sonnenblumenöl und ab in die Pfanne damit. So, die Flasche kippen. Dann kommst du wieder zurück. Du wärst theoretisch so weit. Zack. Auf jeder Seite 60 Sekunden braten. Auf den Teller geben, heiß servieren. In einen Topf zufügen. 1000 Milliliter Wasser. Wo ist unser Wasserding? Du bist eine Fritteuse. So. Da kommt noch Zeug rein. 20 Gramm Salz und 300 Gramm Kartoffeln. Salz. Und 300 Gramm Kartoffeln. Die müssen nicht geschält werden. Das ist gut so. Ja. Die können wir da auch mal schon mal hinstellen. So, 700 Milliliter Hühnerbouillon. Zack. Die gute aus der Tube.
Einfach einen da. Ups, das war ein bisschen viel. 12 Gramm Salz. Schwarzen Pfeffer und 6 Gramm Cayenne-Pfeffer. Und 960 Gramm Tomaten und 120 Gramm Zwiebeln. Das machen wir, glaube ich, besser so. Ihr seid Tomaten, ja. 960, 120, 240, 340, nee, 360, 480. Niemand hat was von Schneiden gesagt. Und 120 Gramm Zwiebeln. Wie, zack, eine Zwiebel. Und drei, genau, 60 Gramm kochen lassen. 60 Sekunden, zack. Öffne den Fähigkeitsmanager, alles klar. So. Fähigkeiten bin hier, kleine Gameplay-Boni. Wenn du die Fähigkeitspunkte gestern nicht ausgegeben hast, kannst du das hier jetzt tun. Okay, danke. Manche Fähigkeiten stehen erst dann zur Verfügung, wenn ein Restaurant ein gewisses Maß an Ruhm erreicht hat. Haha, wer hätte das erwartet? Du kannst mit deinen Fähigkeitspunkten sparen und diese App und so weiter und so fort. Du kannst sogar alle Fähigkeiten zurücksetzen, deine Fähigkeiten neu verteilen. Aber das kostet Geld. Öffne die Perk-Pause-App. Okay. Du musst lernen, wie man Perks freischaltet. Öffne die markierte App. Ja, das habe ich doch schon. Jeder Perk bietet dir einen kleinen Spielbonus oder eine kleine Fähigkeit. Wenn du deine Berufsstufe erreicht hast, erhältst du einen zusätzlichen Perk-Bonus. Alles klar. Danke. Kauf dir jetzt den markierten Perk. Du kannst Produkte auf deinem Schneidbrett einfrieren, während du Schiff festhältst. Ah, okay. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Weil ich habe nichts freigeschaltet. Hi, ich dachte, du könntest mich heute noch brauchen. Also bin ich gekommen, aber nur heute. Gewöhne ich nicht dran. Ja, was denn du? Unsere erste Bestellung. Lachssteak mit gekochten Kartoffeln. Wie war das? 60 Sekunden auf jeder Seite braten. Die Dings müssen 180 Sekunden... Ich brauche ein Zeitmesser. Zum Glück ist er da. Schon alles erledigt. Mensch. Ja, habe ich doch. Hier, guck, da. Ich habe doch schon Wasser eingegossen. Ich mache das jetzt. Dieses Tutorial. So, machen wir halt mal den Fisch hier weg.